Medikamente und Alkohol werden sehr oft unterschätzt. Suchtmittelkonsum im Alter war das Thema von der Suchtberatung über Risiken und Gefahren bei Alkohol- und Medikamentenkonsum. Sucht im Alter sei in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema. Das Alter bringe für viele Menschen oft schwerwiegende Veränderungen, zum Beispiel durch Krankheiten, Tod des Partners, Einsamkeit oder Wohnungswechsel. Um diese Situationen auszuhalten, greifen ältere Menschen oft zu Alkohol oder Medikamenten. 26,9% der Männer und 7,7% der Frauen über 60 Jahren haben einen riskanten Alkoholkonsum und 8-13% einen problematischen Umgang mit Medikamenten. Die Alkoholverträglichkeit nimmt mit zunehmendem Alter ab und führt so zu einem höheren Alkoholpegel, da er im Körper langsamer abgebaut wird. Autofahrer sollten dies besonders berücksichtigen. Außerdem sind Stürze und Unfälle vorprogrammiert. Es sei nachgewiesen, dass Alkohol ganz allgemein den Organismus belastet und die geistige sowie körperliche Leistungsfähigkeit mindert. Ist die regelmäßige Einnahme von Medikamenten aufgrund chronischer Erkrankungen erforderlich, könne es durch Alkohol zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen. Die Richtwerte des Alkoholkonsums der über 60-Jährigen sind jeweils an 5 Tagen in der Woche 1/4 Liter Bier oder 1/8 Liter Wein. Suchtmittelerkrankungen seien anerkannte Krankheiten, die nichts mit Willens- und Charakterschwächen zu tun haben. Die Suchtberatungsstelle gibt den Betroffenen und ihren Angehörigen vertrauliche Hilfestellung durch ambulante Beratungs- und Behandlungsangebote, denn es ist nie zu spät, etwas zu verändern.